Marius leva ham na schafoda ham no Jesus kum in na die na dank di für din leib ei dank dat is en gode got best und dat uns nie allein lasst und ei bet ihm no Jesus dat wir uns au go up dat wir chana weil dat meinst her ei bet di her et uns halb dat wie je hurs am chenya Gottes das wor no Jesus amen Ich will von Dogenbeet anfangen von der österreichischen Reden. Lukas Kapitel 22 ich, von Artig. Dort sah ich nach dem Festmahl, verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ilberg hinaus. Seine Jünger begleiteten ihn. Dort angekommen sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr der, den kommenden Versuchungen widerstehen könnt. Das that Wort, das für mich ein Schlechter und ich glaube, das Wort vorgetäuscht list like, Jesus sah, dass Jünger betet, dass sie die de kommende der Versuchung widerstehen wa kann. Wie weit wurde daide, und wie weit wird da die Jena der der Versuchung nicht widerstehen? Und ich das ist ein Wort für unsere Zeit. Gott rät uns von dort, dass das Wort und sagt uns, betet darum, dass ihr den kommenden Versuchen widerstehen könnt. Das ist ein klares Wort für unsere Zeit. Und ich glaube, kreuzest ihr Jünger dann, schluckt nicht. Ich bete wenig. überhaupt nicht. Und wenn die Versuchung kommt, weil er der Stunde bliebe. Er zeigt nicht weit von seinen Jüngern entfernt, kniete Jesus nieder und betete. Was hat Jesus? Ich bete. Vater, wenn es möglich ist, bewahre mich vor diesen Leiden. Aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Jesus litt Todesängste und betete so eindringlich, dass ein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er dann zu seinen Jüngern zurückkehrte, schliefen sie erschöpft von ihren Sorgen und ihrer Trauer. Jesus rüttelte sie wach. Wie könnt ihr jetzt nur schlafen? Steht auf und betet, damit ihr der Versuchung widersteht. Zweimal war der Holt Jesus der Zalsier. Steht auf und betet. Jesus kämpft mit Sünden. Jesus kämpft mit Todesangst. Jesus kämpft mit dem Gewicht von der Schuld von der ganzen Welt. Aber was hat er hey Er betet, hey betet Und er siegt. Er konnte Versuchungen bei der Stunde, wenn es die Versuchungen wäre, bei Jesus zu kreuzen, bei den anderen. Er war dem allen versorgt, über ohne Sünde. glaubt, glaube, wie wie man verstanden, wenn es der Schlädel wurde. Wir sehen hier zwei verschiedene Personen. Jesus war der Versuchungen Versuchung über ein Bett. Er wacht im Bett. Der Jünger die schleipen. beide smol als sie vom Bett gecheimt, schleipen sie. Aus der Versuchung gecheimt, dann wären sie im Fleisch, sie wären nicht im Jäst. Sie hatte Angst, sie hatte nicht Gebet, sie wäre vor Waffe, die Riepe, Petrus sagte, meinen, dort auch auf. Und dann rannte sie wahr und verleugnete Jesus, wenn sie nicht Gebet hatten. wenn sie nächten gebet wäre nächten bagen wäre dor wenn verleite sie am kola ich glaube jemand hat das wird verstunden vielleicht hat man dort wenig von dieser sieht beobachtet wo jesus war an der letzte stunde ans leere war wachet und betet daß mir diese doch sehr wichtige war der wenn wollet ihr dientet matäilä Ein Leu, das sind für diese letzte Zeit, die gechampft sind. Ein Leu, die im Glauben standhaft bleiben, wird wachen und beten in dieser Zeit. Herr, ich bete, dass wir so stüff für uns gechampft haben im Gebet und gesiegt Has, dass wir das selbst tun und noch siegen. Bezeih so uns, wo wir so vorher schlupen, gestlich schlupen, wie wir beten sollen, Herr. Ich bete im Namen Jesu, dass du uns die Worte beten magst. Im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.